殺す。おじけづくか。Hallo, moin moin zusammen, hier ist wieder euer Super Gammo. Wie versprochen, werden sich jetzt die nächstkommenden Videos von mir, die ich euch zeigen werde, mit PvP beschäftigen. Bevor ich euch zeige, wie ich im PvP spiele, ob das nun Arena ist oder Random BGs oder Rated BGs, also gewertete Schlachtfelder, möchte ich für euch eine kleine Einführung machen, ja? Die basiert auf meinen persönlichen Erfahrungen, die ich jetzt in letzter Zeit mit dem Verstärker-Schamanen gemacht habe und was euch möglicherweise helfen könnte im PvP, um, sag ich mal, nicht immer als Opfer dazustehen und einfach abgefarmt zu werden, was an und für sich nichts Schlimmes ist. Ja, jedem passiert das mal, dass man entweder nicht so reagiert, wie man sollte oder nicht die nötige Ausrüstung hat oder einfach von einer Überzahl an Gegnern überrannt wird. Alles halb so wild. Ja. Wir fangen natürlich wieder mit diesen ganz normalen Basics an. Im PvP, natürlich auch unser wichtigster Wert als Verstärker-Schamane, Beweglichkeit. Entschuldigung. Danach, je nachdem, wie wir geskillt sind, also welche Talente wir ausgewählt haben, ist natürlich wieder so, dass Meisterschaft oder Tempo nach vorne rücken. Aber, und jetzt kommen nur so Dinge, die ich persönlich erfahren habe. Danach kommt ein Wert oder ja, ein Attribut oder ein Wert, der so bis dahin oder bis zu jetzigen Erfahrungen, wenn man zum Beispiel nur Erfahrung aus dem Kampf gegen Monster hat und keine Erfahrung aus dem Kampf gegen andere Spieler hat, komplett neu dazukommt. Dafür muss ich mich umziehen. Hierfür ein kleines nettes Feature. Also ich benutze recht wenig Add-ons, was meinen Shami angeht oder meine anderen Klassen. Aber hier was Nettes von Blizzard eingebaut. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich ein Set für den Verstärker-Schaman, das ich benutze im Kampf gegen Monster etc. Und dann habe ich natürlich ein Set, was ich benutze im Kampf oder im Spiel gegen andere Spieler. Und dann habe ich noch ein Elementarset. Das bedeutet, dass ich, wenn ich versuchen würde, das alles mit mir rumzuschleppen, dafür würde der Platz in meinen Taschen niemals reichen. Ich habe alles in der Bank, was ich sozusagen brauche, also mein PvP-Set, mein Elementar-Schaman-Set und momentan trage ich halt das Verstärker-Schaman-Set an mir, ja. Jetzt greife ich einfach auf meine Bank zu, klicke hier jetzt PvP 2 und PvP, das ist noch ein bisschen was anderes, auf jeden Fall klicke einfach auf PvP, dann auf Anlegen und er sortiert dann sozusagen automatisch mein PvP-Set, ja, in die entsprechenden Slots ein, weil ich das natürlich vorher angelegt habe und mir das über den Equipment Manager so festgelegt habe und tauscht halt die Plätze in der Bank mit den Plätzen halt von meinem PvE-Set. Das könnte ich jetzt wieder zurückdrehen und wie ihr seht, legt das automatisch an. Aber hier geht es jetzt um PvP, also legen wir das Ganze an. Die Bank kann ich dicht machen und jetzt gucken wir uns nochmal die Werte an. Und zwar habe ich jetzt auch so ein bisschen schon Erfahrung mit dem Sockeln und also mit den Sockeln verschiedenster Steine gemacht. Mein persönlicher Rat ist, wenn ihr Verstärker-Schamane spielt im PvP, würde ich PvP-Macht sogar vor Meisterschaft ziehen. Ja? Also, wenn ihr sockelt, verzichtet zum Beispiel auf Mischsockel, die euch Beweglichkeit Meisterschaft geben und geht lieber, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf entweder, das ist jetzt halt meine persönliche Erfahrung, auf Steine, die euch Beweglichkeit und PvP macht, hier, dieser neue Wert, PvP macht geben, oder reine PvP macht. Ja, wenn ihr mal guckt, ich habe Sockelsteine jetzt hier zum Beispiel der Meta, geben Beweglichkeit und 3% erhöhte kritische Effekte. Und dazu gibt er mir dann als Mischsockel, ja, da seht ihr diesen violetten, 80 Beweglichkeit und 160 Punkte PvP macht. Ich habe vorher ein paar andere Steine drin gehabt, manche grün, ja, zum Beispiel waren es Steine mit, da kann ich euch, glaube ich, mal kurz zeigen.
Das ist eins der Add-ons, die ich gerne benutze, weil es mir halt persönlich hilfreich ist oder gut zur Hand geht. Das ist halt Atlas Loot, nichts Besonderes. Und dann gehen wir auf Juwelschleifen, grüne Edelsteine. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, da gibt es zum Beispiel Steine mit PvP, Macht und Meisterschaft. Könnte ich mal ausprobieren, habe ich bis jetzt noch nicht. Könnte vielleicht für meinen Schadensauswurf sogar noch besser sein als die Steine, die ich im Moment drin habe. Allerdings, worauf ich hinaus wollte, ist, ich hatte vorher halt Mischsteine mit zum Beispiel Beweglichkeit und Meisterschaft drin, ja. Die sind nicht schlecht, aber sie sind nicht schlecht für den PvE-Bereich. Im PvP-Bereich sind sie eher, würde ich nach meiner Erfahrung, zweitrangig sagen, ja. Dort würde ich immer, wenn ihr Mischsteine nimmt, würde ich immer auf das Primärattribut, wie zum Beispiel Beweglichkeit gehen und sekundär entweder auf Abhärtung oder PvP machen. Manchmal, also brauche ich aber halt noch ein bisschen, muss ich noch so ein bisschen Erfahrung sammeln, weil es könnte sogar sein, dass man sogar weitaus mehr davon profitiert, wenn man komplett auf Mischsteine verzichtet und sich zum Beispiel nur durch reine PvP-Machtsteine ersetzt, so wie ich das hier gemacht habe, ja, also mit zum Beispiel 320, die blauen Steine, die halt einem 320 Punkte PvP-Macht geben. Bevor ich umgesockelt habe auf den aktuellen Stand, war ich vorher bei etwa 25% PvP-Macht, ja, das war nicht schlecht. Dann habe ich ein bisschen umgesockelt und bin jetzt auf 27%, ja. Das hat mir etwa 2% zusätzliche PvP-Macht dazu gegeben. Dazu solltet ihr euch allerdings mit der PvP-Macht vertraut machen, indem ihr euch einfach mal durchlest, was da drinnen steht. Und wie ihr sehen könnt, steht da drinnen, erhöht den Schaden, den ihr Spielercharakteren und ihren Begleitern oder Dienern zufügen könnt. Und erhöht die von euch hervorgerufene Heilung im PvP-Gebiet. Ja? Ganz wichtig, und jetzt zeige ich euch etwas. Dafür muss ich mal eben mein PvP-Set ja, nicht aktivieren, sondern eigentlich wollte ich das ablegen. Okay, das gestaltet sich jetzt nicht so, wie ich mir das gewünscht habe, aber alles halb so wild. So, ich lege mal das PvP-Set ab. Nächste Woche, also jetzt am Mittwoch, wenn das Ganze wieder zurückgesetzt wird und ich wieder neue Eroberungspunkte sammeln kann, werde ich auch gleich die zweite PvP-Waffe oder ja, meine erste PvP-Waffe kaufen können, was ich dann auch tun werde. Die aller Wahrscheinlichkeit nach dann auch meine momentan blaue Level 463 Waffe ersetzen wird. Ja, auch in, also sowohl im PvP wie auch im PvE-Bereich. Und dann werde ich schon langsam so ein bisschen auch mit dem ein oder anderen Makro rumspielen können, weil dann halt meine Ausrüstung komplett ist. Und ich dann so ein bisschen weiter vorstoßen kann. So, aber jetzt kommen wir zu dem, was ich euch zeigen wollte. Und zwar nicht meinen nackten Schaman, sondern wie ihr seht, ist PvP macht jetzt bei mir auf 0%. Natürlich verliere ich auch dadurch, dass ich die komplette Ausrüstung abgelegt habe, wenn ich das komplette Maß an Zauber macht, ja. Und Zaubermacht, wie ihr wisst, ist ja sowohl für den Schaden, den wir verursachen, wie auch für die Heilung. Ja, für die aktive Heilung verantwortlich. Aber ich möchte euch jetzt was anderes zeigen. Und zwar ziehe ich dafür mein Bild hier runter. So, jetzt Vorsicht, nicht erschrecken vor dem nackten Ork-Hintern. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Totem des heilenden Flusses gestellt. Und das Ganze tickt jetzt für 113 Punkte. Es kann auch kritisch mich treffen, dann würde es etwa für 226 Punkte treffen. Aber das ist nicht das, worum es mir geht. Denn jetzt löse ich einfach mal meine Totems auf, gehe nochmal in den Charakterbildschirm ein und lege einfach mein PvP-Set an. Jetzt halt weitaus mehr Zaubermacht, also eben gerade hatte ich irgendwie so 250 Punkte oder sowas, glaube ich, an Zaubermacht. Jetzt habe ich knapp 12.000.
Das ist natürlich ganz was anderes. Zusätzlich bekomme ich dazu halt auch noch die 27% PvP-Macht. Und jetzt kommt das Wichtige. Schaut euch mal an, wie das Totem des heilenden Flusses jetzt ticken wird. Es tickt für knapp 6000 Punkte, 5975 Punkte. Wenn ich allerdings reingucke in das Totem, steht da nur etwas von 3726 Punkten. Das Ganze kann auch kritisch treffen, wie eben gerade gesehen, für 12.000 Punkte und erhöht sich. Natürlich, je mehr PvP-Macht wir haben, desto besser werden wir von dem Ganzen geheilt. Ja? Also meine Erfahrung, die ich gemacht habe mit PvP-Macht, ich kann euch nur sagen, sehr, sehr gut. Je mehr ihr davon anhäufen könnt, desto besser, denn es drückt ungemein euren Schaden nach oben und eure Selbstheilung, wie auch die Heilung, die an anderen verursacht. Ja? Dazu kommen wir jetzt noch ein bisschen so zur Skillung, was ich euch empfehlen würde. Natürlich ist es so, dass ihr eure eigenen Erfahrungen sammeln müsst, was für euch gut ist, ja, ob ihr denn nun random immer solo reingeht oder ob ihr im Team reingeht mit Leuten, die ihr kennt, mit 2 Mann, 3 Mann, 4 Mann, 5 Mann, möglicherweise 10 Mann, müsst ihr euch einfach aufeinander abstimmen, so um sozusagen das Beste für euch herauszuholen. Bei den ersten 3 Talenten rate ich euch persönlich zur Astralverschiebung. Könnt ihr alle 2 Minuten einsetzen und verringert den eintreffenden Schaden, den ihr bekommt, um 40% für die nächsten 6 Sekunden. Das Ganze koppel ich persönlich immer mit schamanistischer Wut. Wenn ich mir schamanistische Wut angucke, sehe ich, dass das Ganze 15 Sekunden hält und 30% sozusagen Schadensreduzierung gibt. In Verbindung noch mit PvP-Abhärtung bringt das eine große Menge, also ich zünde dann meistens schamanistische Wut und sofort, wenn ich kann, werfe ich Astralverschiebung hinterher, um einfach dann sozusagen auf 70% Schadensreduzierung zu kommen. Dazu werde ich mir noch ein zweites Waffenset besorgen, welches ich dann einfach anlege. Und wenn ich dann, wie hier zu sehen, ja, seht ihr halt PvP 2. Das wird nämlich mein PvP-Set, wo ich dann einfach draufklicke, dann meine Waffen, die ich trage, sozusagen durchgewechselt werden. Auf die eine werde ich eine Waffenkette packen und auf die andere, also permanente Verzauberung, nehme ich mir dann eine Waffenkette, um Entwaffnungseffekten entgegenwirken zu können. Und auf die andere Waffe werde ich als temporäre Verzauberung werde ich dann mit der Skillung, die ich jetzt drinne habe, ja, entfesselter Furor, werde ich Waffe des Felsbeißers verzaubern. Weil wenn ich diese dann auslöse, also mit Elemente entfesseln auslöse, bekomme ich als zusätzlichen Effekt nochmal eine Schadensreduktion, ja, für den Schaden, der mich trifft, um 40% für die nächsten 5 Sekunden. In Verbindung mit Astralverschiebung kann ich neben meiner schamanistischen Wut, die 15 Sekunden hält, kann ich zusätzlich hier einmal 5 Sekunden und einmal 6 Sekunden, was insgesamt 11 Sekunden sind, ja, kann ich neben diesen 15 Sekunden halt gleichzeitig 11 Sekunden nochmal den Schaden halt jeweils um 40% zusätzlich reduzieren. Das heißt, ich habe dann eine Schadensreduktion von insgesamt, sagen wir mal, 70%, die über 11 Sekunden durchgehend hält. Ja. Für das momentane PvP sehr wichtig, denn im Moment, und das muss ich einfach bemängeln, kommt mir persönlich das PvP so vor, als ob es nur darum geht, seine Burst- oder Heil-CDs zu zünden. Ja. Es geht viel weniger mehr darum, was man als Spieler kann, sondern einfach Knopf zu drücken, dann tötet man 1 bis 2 oder sogar 3 Ziele. Und ja, das war's dann. Das Ganze hat für mich im Moment nicht viel mit Fähigkeit zu tun, sondern einfach nur noch mit Knopfdrücken. Ein bisschen schade, aber gut, so ist das. Ich hoffe, das balanciert sich noch ein bisschen, also wird noch ein bisschen ausgeglichener jetzt mit der Zeit. Der nächste Patch steht mehr oder weniger auch schon vor der Tür und da habe ich auch schon gesehen, dass dann die eine oder andere Klasse, sagen wir mal, im PvP definitiv abgeschwächt werden. Zum Beispiel ist es so, dass Krieger
jetzt im Moment in ihrer Avatarform immun sind gegen bewegungseinschränkende Effekte. Diese Fähigkeit verlieren sie im nächsten Patch. Das heißt, sie können dann, wie wir, mit Geisterpfote, können einmal, sobald sie es aktivieren, einmal einen bewegungseinschränkenden Effekt von sich wegnehmen und danach sind sie trotzdem wieder slower und sonstiges. Ja, also nun gut, das war, sage ich mal, ein bisschen absehbar, dass das kommt. Aber ich will jetzt gar nicht mehr über andere Klassen sprechen. Was kann ich euch noch so als Tipp geben für den Verstärker-Schamane? Wie gesagt, in der ersten Spalte rate ich euch zu Astralverschiebung. In der zweiten Spalte, gefrorene Kraft ist ein sehr, sehr, sehr netter Skill, auch für PvP. Aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir als Waffenverzauberung, ja, als temporäre Waffenverzauberung im PvP, Waffe des Windzorns verzaubern und Waffe des Frostbrandes. Und jetzt die Erklärung, warum Waffe des Frostbrandes. Und wenn ihr mal guckt, unser PvP-Set, ja, also das Season 12 oder Saison 12 PvP-Set hat nämlich einen Set-Bonus. Und da steht nämlich drinne, oder das ist sozusagen einer der Gründe, warum wir Frostbrandwaffenverzauberung nehmen. Und zwar erhöht den Schaden eures Zaubers Lava-Peitsche um 40%, wenn eure Schildhand mit Frostbrand verzaubert ist. Vorher gab es ja einen Talentbaum, gab es ein bisschen andere Talentbäume und auch schon vorher, also zu Kataklysmuszeiten, haben wir eigentlich immer unsere Nebenhandwaffe mit Frostbrand verzaubert und das halt fürs PvP benutzt. Jetzt wird das sozusagen noch verstärkt. Also wir verlieren diese 40% nicht, die wir normalerweise verlieren würden, wenn unsere Nebenhand nicht mit Flammenzunge verzaubert ist. Jetzt ist es so, durch das PvP-Set behalten wir diesen Vorteil und können trotzdem mit der Lava-Peitsche den vollen Schaden machen. Ja? Zusätzlich ist es so, dass unsere Frostbrand-Waffenverzauberung, wenn sie den Gegner trifft, ihn halt auch nochmal verlangsamt. Und zwar bei jedem Schlag, den wir machen, haben wir eine Chance, den Effekt der Frostbrandwaffe zu auszulösen, der natürlich von unserer Meisterschaft profitiert und dadurch halt auch den Schaden erhöht, den er macht, weil es halt dann ein Frostangriff ist, der ausgelöst wird und halt Frostschaden verursacht, was sehr nice ist. Und unser Ziel halt nochmal zusätzlich verlangsamt. Ja? Deswegen Frostbrand-Waffenverzauberung, weil wir unser Ziel, das wir uns aussuchen, verlangsamen wollen. Ja? Wir wollen ihn die Mobilität, wir wollen seine Mobilität einschränken. Sehr wichtig. Aufgrund dessen und unseres Geisterwolfes plus den Frostschock, den man natürlich immer noch benutzen kann und der beim Treffer auf den Gegner den auch immer noch verlangsamt, und unseres Totem der Erdbindung, das auch halt die Bewegungsgeschwindigkeit oder das Bewegungstempo des Gegners herunterzieht. Also aufgrund all dieser Effekte, die wir wirken können, die den Gegner verlangsamen, würde ich euch abraten, die gefrorene Kraft zu nehmen oder das Totem des Erdgriffs, ja? Sondern ich würde euch raten, das Totem des Windwandlers nehmen. Denn durch das Totem des Windwandlers, welches wir stellen, sind wir 6 Sekunden immun gegen jedwede bewegungseinschränkende Effekte. Ja? Das heißt, ihr geht an den Frostmage oder möglicherweise sind da sogar zwei Frostmagier. Die wirken ihren Kältekegel nach vorne, die werden ihre Frostnova zünden, die lassen ihr Pet die Frostnova wirken, sonstiges. Und es ist euch alles egal. Ja? Die können euch nicht verlangsamen. Wenn sie euch nicht verlangsamen könnt, könnt ihr an den ganze Zeit haften bleiben und Druck auf sie ausüben. Jetzt nur am Beispiel des Magiers. Genauso ist es aber mit bestimmten Heilern. Bestimmte Heiler haben recht viele Fähigkeiten, die eure Mobilität, ob nun als Verstärker oder die anderer Klassen, sehr einschränken. Solange ihr natürlich Fernkämpfer seid, kann euch das irgendwo, sage ich mal, egal sein. Aber als Nahkämpfer, wie als Verstärker-Schamane, ist meiner Meinung nach unsere Mobilität auch unsere größte Waffe. Sowohl offensiv gesehen wie defensiv. Ja? Es gibt Klassen, mit denen solltet ihr es einfach vermeiden, 1 gegen 1 gegen sie zu kämpfen, da sie im Moment einfach zu stark sind, ja, oder
sagen wir mal, ein wenig mehr Gewicht in die Waage werfen können, als ihr tragen könnt. Deswegen Hände weg. Ja, welche Klassen das sind, möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber Hände weg. Eure größte und effektivste Waffe ist die Mobilität, die ihr als Verstärker Schamane habt, wie halt auch das, dass wir uns instant in den Wolf verwandeln können und dadurch 30% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit haben. Sehr effektiv, sehr gut. Diese solltet ihr euch also erhalten, ja? Eure Mobilität, eure größte Waffe, erhaltet sie euch. Deswegen würde ich euch zum Totem des Windwandlers raten, plus Ruf der Elemente. Warum Ruf der Elemente? Denn, wie ihr seht, Totem des Windwandlers hat 1 Minute Abklingzeit. Das ist nicht sehr viel. Aber manchmal kann es sein, dass ihr es zweimal hintereinander braucht und es einfach nicht habt, wenn ihr die anderen Fähigkeiten wählt. So habt ihr dann den Ruf der Elemente. Könnt es alle 3 Minuten benutzen und es schließt sofort alle Abklingzeiten ab. Wenn ihr in den Kampf geratet mit Gegnern oder wenn ihr Gegner schon herannahen seht, versucht immer als Prophylaxe gewisse Totems aufrecht zu erhalten. Also nicht einfach Totems werfen, bis der Arzt kommt, sondern wenn ihr seht, da kommen zwei, drei Gegner. Und ihr wisst, dass es jetzt etwa, sagen wir mal, 4 bis 5 Sekunden dauert, bis der Kampf für euch losgeht. Dann würde ich immer dazu raten, so etwa 2 Sekunden, bevor es dann in den Kampf geht, zum Beispiel das Totem des heilenden Flusses zu werfen. Wie ihr gesehen habt, kann das bis zu 12k ticken und euch damit dann enorm heilen. Ja, also es wird sicherlich nicht euch den ganzen Kampf über am Leben halten können. Aber für 15 Sekunden, wo es dann je alle 2 Sekunden tickt, ja, wird euch das ein gewisses Schadenspotenzial, was der Gegner anrichtet, wird es das, sage ich mal, reduzieren, ja, und euch halt gegenheilen. Deswegen, und nicht nur euch, sondern halt die ganze Gruppe. Deswegen, kurz bevor der Kampf beginnt, Totem des heilenden Flusses. Dann natürlich Totem der Verbrennung. Auch gern gesehen, zumindest von mir aus, Totem der Erdbindung, sodass halt die Gegner um euch herum nicht von ihrer vollen Mobilität profitieren können oder halt ihre Effekte, die ihnen irgendwo ihre Mobilität erhöhen oder sie immun gegen eure bewegungseinschränkenden Effekte immun machen, schon vorab zünden müssen. Ja? Wenn sie die verbrauchen, dann kann es sein, dass ihnen irgendwann das Fehlen dieses Effektes zum Verhängnis wird. Deswegen, das sind so kleine Tipps von mir. Aber das solltet ihr einfach ausprobieren. Ja, genauso wie halt Totem der Erdung. Auch sehr gut, allerdings, das ist halt eher was für einen aktiven Kampf, denn es hält nur 5 Sekunden. Sorry, hält 15 Sekunden. Und da müsst ihr das so ein bisschen abschätzen. Und wie gesagt, Ruf der Elemente, meiner Meinung nach im PvP sehr, sehr nett. Ja. Auch die totemische Projektion, auch sehr, sehr nett. Die könnt ihr dann, wenn ihr die geskillt habt, könnt ihr zum Beispiel, das kann ich mal zeigen. Wenn ihr die totemische Projektion gewählt habt, so, jetzt muss ich die einmal kurz heraussuchen aus meinem Talentbuch. Das ist immer ein Fest, das direkt im Video zu machen, das Ganze halt dann zu suchen. Könnt ihr auf jeden Fall zum Beispiel Verlangsamungseffekte, die ihr über das Totem der immer das Totem der Erdbindung verursacht. Ja. Das hier, wie ihr seht, da steht es. Das hier, dieses kleine Totem, ist dieses Totem der Erdbindung. Die drei anderen sind einfach nur kosmetische, ja, Totems, die ihr halt über die Glyphe haltet. Die kann ich einfach auch mal kurz rausnehmen, sodass ihr eine etwas bessere Übersicht habt. So, jetzt lasse ich die nochmal verschwinden. Vergessen, den Fähigkeiten. So, jetzt habe ich auch die Fähigkeit aus der Leiste gezogen. Jetzt kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. So, das Totem der Erdbindung ist wieder verfügbar. Da habe ich es gestellt. Und jetzt benutzen wir totemische Projektion. Wie ihr seht, kann ich das jetzt halt irgendwo hinwerfen, sozusagen. Und das kann zum Beispiel im Arati oder sonst wo recht von Vorteil sein, wenn ihr halt einfach mal überlegt, dass. Wenn ihr einfach mal überlegt, dass ihr vielleicht irgendwo
auf einer erhöhten Position steht, nicht allzu weit entfernt. Und ihr wisst, dass durch ein gewisses Gebiet ein Gegner reiten wird oder dort durch möchte und die Verstärkung schon möglicherweise unterwegs ist, allerdings noch nicht da ist, dann könnt ihr einfach aus, sag ich mal, sicherer Entfernung das Totem der Erdbindung stellen, benutzt dann eure totemische Projektion und werft das dem Gegner entgegen. Ja? Also wie ihr seht, ich bin hier, wo ich springe, da ist mein Schamane, und dort vorne, ja, wo jetzt man den Cursor sehen könnte, wenn das auch mal ein Programm das zulassen würde oder wenn ich es eingestellt hätte, dort vorne, wo eben gerade der Schamane, der Taurer rausgelaufen ist, dort vorne, also an diesem Ausgang, wo jetzt auch das Totem der Verbrennung steht, dort vorne stehen dann sozusagen, ja, hier können wir uns nochmal sehen, ich habe Totem der Verbrennung gestellt, benutze nochmal totemische Projektion und wie ihr seht, da vorne ist jetzt mein Totem der Verbrennung. Also über diese Entfernung könnt ihr dann eure Totems aufstellen. Ja? Und wie gesagt, in besonders in Schlachtfeldern ist die Erhaltung oder die Gewinnung von Mobilität die beste Waffe, die ihr zur Verfügung habt. Genauso wie die größte Verteidigung. Ja? Denn jetzt einfach mal vom Szenario gedacht, und ich werde versuchen, euch das mal zu zeigen im Random Game. Ihr wisst, dass an der Mine zum Beispiel im Arati-Becken sind zwei Leute von euch, die dort verteidigen. Ja? Möglicherweise sind zusätzliche Verteidiger vom Hof gerade unterwegs zur Mine, während die Allianzler vom Stall schon umgeschwenkt haben und mit möglicherweise 8 bis 9 Mann dorthin wollen. Ihr wisst ganz genau, diese zwei werden es nicht halten können. Und ihr müsst halt eurem Team irgendwo Zeit verschaffen. Also reitet ihr von der Schmiede sozusagen dieses Stück zur Mine runter. Bergauf werden sie euch oder an dieser steilen Wand werden sie euch nicht angreifen. Sie werden sicherlich auch nicht davon ausgehen, dass ihr zu ihnen runter wollt. Ihr reitet an den Rand, stellt Totem der Erdung, benutzt eure totemische Projektion und werft ihnen das entgegen. Das wird niemanden aus dem Team da töten. Möglicherweise wird sogar einer vom Gaul absteigen und versuchen, euch oder zu wenden, um euch zu kriegen. Oder absteigen und versuchen, das Totem zu töten. Soll er ruhig machen. Das ist kein Problem. Dann ist einer schon mal abgestiegen, der unten an der Fahne nicht mehr rechtzeitig ankommen wird. Ja? Und ihr leiht eurem Team, erkauft ihr euch damit halt ein bisschen Zeit, dass die möglicherweise die Verstärkung dort ankommen kann und denen dann unter die Arme greift. Deswegen auch sehr, sehr nice, sehr cool gemacht. Ich persönlich, wie gesagt, habe es bis jetzt noch nicht benutzt. Ich benutze lieber den Ruf der Elemente, so dass ich gewisse Totem, wie zum Beispiel das Totem des Erdstoßes, das Totem des heilenden Flusses, dass ich die etwas häufiger stellen kann, genauso wie Totem der Energiespeicherung. Die Totems haben alle unter 3 Minuten Abklingzeit. Das heißt, ich benutze, kann ich euch mal zeigen, habe jetzt 3 Totems benutzt, plus nochmal ein anderes Totem. Die haben jetzt alle Abklingzeit, ticken jetzt runter. Also mein Totem des heilenden Flusses hat Abklingzeit, mein Totem des Erdstoßes, mein Totem der Energiespeicherung, wie auch mein Totem der Erdung haben alle jetzt Abklingzeit, kann ich nicht benutzen. Ich benutze einmal Ruf der Elemente und schon haben alle diese Totems wieder die Bereitschaft erlangt und ich kann sie neu stellen. Sehr nice, sehr gut. Also ich persönlich kann jedem nur raten, Ruf der Elemente. Alles andere kommt durch eure eigene Erfahrung, die ihr macht und die ihr halt machen werdet. Sehr nice, sehr gut, finde ich. Was ich euch noch als Tipp mitgeben kann für PvP ist, besorgt euch ein Aufnahmeprogramm. Ja? Nicht um jetzt alles, was ihr filmt oder alles, was ihr aufnehmt, zu posten, aber ein Aufnahmeprogramm ist immer ganz gut, wenn ihr das Interesse daran habt, eure Fehler auszumerzen oder einfach sozusagen eine Nachbesprechung für euch zu machen, um aus der ihr vielleicht ja, sehr, sehr stark profitieren könnt. Dann könnt ihr einfach die Aufnahme, die ihr vom PvP angucken, seht die Fehler, die ihr gemacht habt, wo ihr möglicherweise besser hättet reagieren können oder wo ihr
andere Fähigkeiten hättet benutzen können. Sowas könnt ihr alles halt in der Aufnahme sehen und damit halt eure eigenen Fähigkeiten, sage ich mal, verbessern. Zumal, jetzt nochmal um auf die Erdtotems zu sprechen zu kommen, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich vom Totem der Steinbollwerks und Totem des Erdgriffs abraten würde. Das sind halt alles Erdtotems. Ja? Das wichtigste Erdtotem, was sie allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach im Schlachtfeld oder in der Arena benutzen werdet, ist das Totem des Erdstoßes. Es gibt drei Klassen, wenn nicht sogar mittlerweile vier. Ja. Auf jeden Fall, Krieger können euch vieren, dann lauft ihr durch die Gegend, nicht nur ihr, sondern alle um euch herum. Lauft ihr durch die Gegend und könnt nichts machen, bis irgendwo Schaden auf euch gewirkt wird. Hexer können euch vieren und das sehr, sehr gut mittlerweile, sogar besser, als sie es wahrscheinlich jemals konnten. Und Priester tun dasselbe. Ja. Und dafür braucht ihr einfach das Totem des Erdstoßes, dass ihr einfach, wenn ihr dann gefiert werdet, das Ganze unterbrechen könnt und da rauskommt und euch so mit wieder Handlungsfreiheit nicht nur euch, sondern wahrscheinlich auch den anderen Mitgliedern aus eurer Mannschaft gibt. Ganz wichtig, immer dran denken. Also ich, deswegen würde ich die Finger weglassen vor Totem des Erdgriffs und Totem des steinernen Bollwerks. Als Elementarschaman im PvP kann das alles natürlich ganz anders aussehen, weil ihr dort halt die Entfernung habt zum Gegner. Aber als Verstärker gebe ich euch den Tipp, probiert einfach mal die Skillung aus, die ich habe. Könnt mir gerne eure Eindrücke zukommen lassen. Mir sagen, wie gut oder wie schlecht euch das Ganze gefallen hat oder was für Erfahrungen ihr gemacht habt damit. Ich bin auf jeden Fall immer fürs Neue offen. Dann rate ich euch auf jeden Fall, Elementarbeherrschung habe ich bis jetzt nicht probiert, zumindest nicht als Verstärker-Schamane, genauso wie Schnelligkeit der Ahnen. Das könnte eher ein bisschen was für die Arena sein. Könnte, ja, muss nicht. Ich rate euch zu Echo der Elemente, denn auch die Heilsprüche, die ihr wirkt, ja, also sowas wie heilende Woge, kann dadurch doppelt ausgelöst werden. Mich hat es schon mal für knapp 200.000 Punkte geheilt, da deshalb, ich habe es gewirkt durch einen Instant, halt mit 5 Punkten Malstromwaffenaufladung, zusammen mit der Glyphe heilender Strom und halt den Doppelproc oder die Fähigkeit Echo der Elemente habe ich sozusagen zwei Heilungen hintereinander gewirkt und das Ganze hat mir in etwa 200.000 Punkte Heilung gegeben. Als nächstes, Leitfähigkeit ist mir persönlich, ist zwar passiv und man kann es immer wieder einsetzen, aber ist mir zu statisch und zu sehr darauf beschränkt, nur an einem Ort stattzufinden. Deswegen, da rate ich von ab. Totem des heilenden Flusses. Habe ich persönlich noch nicht so getestet, könnte aber sehr, sehr nett sein. Werde ich mal ausprobieren in den nächsten Tagen. Im Moment benutze ich die Führung der Ahnen, denn das heilt mich und drei weitere um mich herum. 10 Sekunden halt über das, was ich an Damage mache. Das heißt, ich koppel das Ganze oder benutze es meistens in Verbindung, dass wenn wir schon ein bisschen Schaden reingekriegt haben, ich irgendwo so auf 40-50% Leben bin, nicht entwaffnet bin und nicht gerade irgendwie im Stun rumstehe oder in einen anderen Effekt, der dazu führt, dass ich die Kontrolle über meinen Charakter verliere, dann benutze ich es meistens so, dass ich Führung der Ahnen zünde oder vorher halt schamanistische Wut, dann die Astralverschiebung, um eintreffenden Schaden so gering wie nur möglich zu halten, dann halt Führung der Ahnen und dann zünde ich meine Burst-Phase, die dann halt so aussieht, dass es kochendes Blut ist. Dazu habe ich halt auch noch ein kleines anderes Makro, zumindest für mich geschrieben. Das kann ich mal zeigen. Und zwar ist es dann Aszendent, Totem des Feuerelementars, kochendes Blut, die Rassenfähigkeit der Orks und dazu halt noch den PvP-Talisman, ja? Also nochmal das Schmuckstück, was sozusagen meine Beweglichkeit hochzieht, ich dann halt für die nächsten 2 Minuten nochmal ein bisschen mehr Schaden mache, sowas halt. Und dann wirke ich halt Schaden, so viel wie es nur geht, so schnell wie nur möglich, um mich und andere so weit wie nur möglich hochzuheilen mit dieser Fähigkeit, also durch die Fähigkeit Führung der Ahnen. Und dann benutze ich halt noch Entfesselter Furor, Urelementalist,
Könnte er vielleicht was für den Elementarschaman sein, wenn ihr den im PvP spielt? Elementarschlag habe ich im PvP seit der Mist of Pandaria Beta gar nicht mehr benutzt. Deswegen aktuell kann ich dazu nicht viel erzählen. Ich benutze lieber den entfesselten Furor als Fähigkeit im PvP, denn auch hier, Waffe des Frostbrandes, gibt mir zusätzliche Mobilität. Das heißt, ich entfessel das Ganze, ja. Es ändert sich halt auch ein bisschen die Rota. Vorher ist es also im PvE-Bereich ist es so, dass ihr mit dieser Skillung natürlich immer als erstes, sobald ihr am Ziel seid, entfesselter Furor wirkt. Im PvP ist es so, dass ich mir den entfesselten Furor aufbewahre und wenn ich dann so weit und so schnell wie nur möglich vom Gegner weg möchte, ja, benutze ich natürlich solche Fähigkeiten wie Geisterpfote und halt auch noch das Entfesseln, das Elemente entfesseln in Verbindung mit entfesselter Furor und der Verzauberung und Waffe des Frostbrandes. Denn die gibt mir halt für 4 Sekunden nochmal zusätzlich 50% Bewegungstempoerhöhung. Wie gesagt, unsere stärkste Waffe meiner Meinung nach ist die hohe Mobilität, die wir haben, was uns hilft, entweder an unserem Ziel konstant dran zu bleiben und Druck auszuüben oder sehr schnell sehr weit vom Ziel wegzukommen, indem wir es sowohl gleichzeitig verlangsamen wie uns selbst schneller machen. Dazu solltet ihr darauf achten, dass wenn ihr entfesselter Furor benutzt habt, ihr danach gleich in die Geisterwolfform geht, denn die Geisterwolfform gibt euch halt 30% erhöhtes Bewegungstempo und das Entfesseln der Frostbrandverzauberung gibt euch für 4 Sekunden 50%. Und beides ist miteinander kumulativ. Also ihr werdet deutlich schneller. Ja? Also ihr seid dann schon zu Fuß deutlich schneller. Und wenn ihr dann halt noch in Geisterwolfform geht, ist es für die meisten Heiler aussichtslos von euch wegzukommen. Und für die meisten DDs, wenn es nicht Fernkämpfer sind, ist es sehr schwer, an euch dreien zu bleiben. Denn ihr solltet nicht vergessen, ihr verlangsamt ihn. Ja? Ihr könnt natürlich dazu noch den Frostschock benutzen, um ihn nochmal zusätzlich zu verlangsamen oder die Verlangsamung auf ihn länger aufrecht zu erhalten und habt dann halt auch noch das Totem der Erdbindung, was ihr einem auch noch in den Weg stellen könnt, um seine Mobilität noch weiter herabzusenken. Und das ist halt nicht leicht. Sicherlich gibt es Klassen, die möglicherweise einfacher sind oder simpler zu spielen, wenn es um PvP geht. Ich mag den Verstärker-Schaman, besonders weil er halt ein bisschen anspruchsvoller ist, meiner Meinung nach. Das sind die Tipps, die ich euch mitgeben kann. Schaut, dass ihr euch gut verzaubert, ja, dass ihr die richtigen Verzauberungen habt, dass ihr die passende Ausrüstung zur Skillung habt. Denn wie gesagt, da gibt es ja Unterschiede. Die Stiefel, die ihr zum Beispiel seht, das sind Stiefel, die beim Weltboss gefallen sind für mich und ich sie bekommen habe, sind natürlich besser als die blauen, weil es die epischen sind. Aber von den Werten, die drauf sind, Tempo und kritische Trefferwertung, sind sie nicht die beste Wahl für mich. Also, wenn es nicht epische wären und ich nicht die blauen gehabt hätte, würde ich sie nicht tauschen. Denn hier habe ich Tempo und Crit drauf und auf den anderen wäre, glaube ich, Trefferwertung, Meisterschaft drauf oder kritische Trefferwertung und Meisterschaft drauf. Von Meisterschaft würde ich natürlich mit meiner aktuellen Skillung profitieren. Ja, weitaus mehr profitieren als von den Schuhen, die ich habe. Aber das ist gar nicht das Thema. Wie gesagt, richtige Ausrüstung zur richtigen Skillung. Benutzt Hotkeys, legt euch das eine oder andere Add-on zu, was euch möglicherweise eine gewisse Unterstützung im Kampf liefert. Wenn ihr sie nicht braucht, auch gut, wunderbar. Wenn ihr so ein bisschen Fehleranalyse betreiben wollt an eurer Spielweise, was habt ihr falsch gemacht, was hat der Gegner besser gemacht, besorgt euch ein Aufnahmeprogramm, das kann euch auch sehr, sehr hilfreich sein. Tja, mehr bleibt nicht zu sagen, außer dass ich jetzt PvP machen gehe. Dann das eine oder andere Spiel aufnehme und euch das online stelle und ihr das Ganze für euch vielleicht ein bisschen bewerten könnt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Spaß gehabt, wieder was Neues dazugelernt. Sag euch bis zum nächsten Mal hier, euer Super Gambo.